Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Gesunde Neue Welt. Ja, und wie immer beginnen wir damit, uns die Beschreibung durchzulesen und dann müssen wir uns auch noch die Aufklärungsdaten hier anschauen. Aber first things first. Sentinel ist auf der Jagd nach einem Mann namens Nick Magwitch. Auf dem Haftbefehl wird Nick als Patient von Dr. Fletcher aufgeführt. Die Ärztin ist eine Person von besonderem Interesse und weiß vielleicht mehr. Und die Aufklärungsdaten sind der Haftbefehl. Dieser Haftbefehl ist für Nick Magwitch. Die ausführenden Beamten haben den begründeten Verdacht und Beweismaterial, welches Magwitch mit zahlreichen Straftaten in Verbindung bringt. Der Verdächtige wurde zuletzt von Dr. Rosamund Fletcher in der Klinik von Infinity betreut. Nick Magwitch ist einer ihrer Patienten und sie ist in dieser Sache von besonderem Interesse. Jo. Und jetzt vermute ich, wir sollen zur Klinik von Infinity, im südlichen Teil von Infinity, südöstlich von Darkwood und so weiter an der Hauptstraße. Wir sind direkt hier, denn wie bei den Nebenmissionen üblich ist hier der geführte Modus aktiv. Und ich habe auch... Was ist das denn? Und ich habe auch endlich mal meine KI-Kameraden mal ein bisschen, ja, bearbeitet. So dass, ja, die jetzt hoffentlich ein bisschen, ja, cooler agieren. Wir haben hier den Kameraden, der gerade wegrennt. Das ist Vasili mit einer Tech 50 jetzt. Hier Fury mit dem zitternden Rucksack. Hat eine... Jetzt muss ich lügen. Fury, warte mal. Was habe ich dir für eine Waffe gegeben? P90, glaube ich, ne? Ja, die hat eine P90. Und unser Kamerad Fixit da hinten, der hat eine M4A1. Gut. Da das geklärt wäre, schauen wir jetzt mal, dass wir hier die Dame finden. Die Frau Dr. Fletcher. Hey, wir haben hier 5 Wachen im rückwärtigen Bereich, eine Überwachungsdrohne, eine Medizindrohne. Beziehungsweise 3 feste Wachen und eine 2er-Patrouille. Hier vorne haben wir keine Wachen und die Dame ist wohl da drin. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, einfach durch den Haupteingang zu gehen. Die beiden hier schalten wir aus. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille macht. Halt lieber die Augen. Links und rechts gucken, bevor man über die Straße rennt. Kennt man ja. Wobei, vielleicht kommen wir auch sogar rein ohne. Wow, aber nicht an ihm hier. Gut, der hat nichts gemeldet, aber die da, die könnte uns gefährlich werden hier. Boah, ich hab's einfach nicht drauf. Okay, so, Vorsicht, Vorsicht. Okay, Frau Dr. Fletcher, oben, unten, oben, alles klar. Hey, 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 alles sehr eng hier. Hier ist alles sauber. Frau Dr. Fletcher. Dir, alles klar. Hey, stehen bleiben! Haben Sie einen Moment? Für Sie, da habe ich alle Zeit der Welt. Oh, ich suche nach einem Wissenschaftler. Einem Wissenschaftler? Nun, mir ist natürlich klar, dass uns die Wissenschaft viele moderne Wunder gebracht hat. Aber es wäre dumm zu erwarten, dass sie alle Probleme in ihrem Leben, ihrer Psyche lösen kann. Was? Nein, meiner Psyche geht's gut. Sentinel hat nach einem Wissenschaftler gesucht und ich wollte herausfinden, was los ist. Ich behandle viele Wissenschaftler. 3 meiner Patienten sind wahrscheinlich bereit, mit ihnen zu reden, aber ob sie kooperativ sein werden, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Gesuchte unter ihnen.
Wie sehen Sie aus? Ich sage Ihnen, was ich denen gesagt habe. Ich konzentriere mich auf den Geisteszustand meiner Patienten und lasse mich nicht von Äußerlichkeiten ablenken. Sie haben keine Ahnung, wie Ihre Patienten aussehen? Okay, als erstes sollten wir vielleicht mal Ihren Aggressionsproblemen auf den Grund gehen. Toll, Sie waren eine große Hilfe. Ich kenne die inneren Dämonen meiner Patienten. Würden Sie sagen, ich suche jemanden, der unter klinischer Nanoanthropie, Objektsexualität oder Gelotophobie leidet, könnte ich Ihnen genau sagen, wer es ist. Sollte ich weitere Fragen haben, komme ich wieder. Nun, diese erste Beratung war kostenlos, aber für eine komplette Sitzung müssen Sie einen Termin vereinbaren. Wie wäre es mit Mittwoch 13.30 Uhr? Was ist mit der? Wer sind Sie? Wie kommt die wieder da rein? Die sieht aus wie Luise Kuschinski. Nein, das machen wir heute nicht. Mir ist nämlich nicht entgangen, dass euch das nicht gefallen hat. Als ich in der Mission mit Jesus da mal ein bisschen im Gebäude rumgeballert habe, weil mir die Zivilisten auf den Keks gegangen sind, die andauernd rumgejammert haben. Was wollen Sie? Haben viele von euch abgeschaltet. Was machen Sie da? Und deshalb werde ich das jetzt nicht tun und werde mich etwas strenger an den Kodex halten. Was ist das mit den Einhörnern hier überall? Guten Tag, guten Tag, guten Tag, der Herr. Sind Sie? Hallo. Jemand, den ich... Hallo. Sie haben nicht zufällig eine von diesen Sentinel-Drohnen dabei? Nein, leider nicht. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche einen vermissten Wissenschaftler. Er war hier Patient. Haben Sie eine Idee? Haben Sie sich jemals eine Drohne angesehen? Genau angesehen? Die heißen, kurvigen Linien, die an ihrem Körper entlanglaufen? Und dabei gedacht... Das Ding kennt meine Seele. Nicht, dass ich wüsste. So denke ich nicht über Maschinen. Sollten Sie aber. Das sind nicht nur Maschinen, sondern das beste Sexspielzeug der Welt. Ich werde bei dem Gedanken ganz wild. Gott, können wir uns aufs Thema konzentrieren? Bitte, haben Sie irgendetwas gehört? Oh, wissen Sie, jetzt, da Sie sagen, es gibt einen Wissenschaftler, der eine leitende Position bei Scout Security hatte. Vielleicht fragen Sie den. Danke für die Hilfe. Gerne. Und falls Sie zufällig irgendwelchen Drohnen begegnen, sagen Sie ihnen doch bitte, dass Mortimer an Sie denkt. Das werde ich machen, Morty. Jo, Morty, da draußen wartet einer auf dich. Und zwei fliegen draußen rum. Also keine Bananen mehr für dich, mein Freund. Die stecke ich mal ein. Was? Ich habe euch die Bananen geklaut, ja? Habt ihr was dagegen? Das war die berühmt-berüchtigte Objektsexualität, alles klar. Das müssen wir allerdings raus. Oder kommt er rein? Ja, er kommt rein, sehr gut. Hallo. Was ist denn Sie? Entschuldigung. Hey. Guten Tag. Hey. Kein Grund zur Sorge. Das sehe ich nichts, toll. Hallo und willkommen, Mensch. Wie kann ich heute behilflich sein? Was sind Sie? Eine Art Roboter? Danke für Ihre Anfrage. Wir sind kein Roboter, sondern eine künstliche Lebensform. Wir sind eine Einheit von Nanobots, die zusammenarbeiten, um menschliches Leben zu simulieren. Okay, was Neues. Sorry, nein. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich brauche Informationen über einen vermissten Wissenschaftler. Es heißt, Sie wissen etwas. Danke für Ihre Anfrage, Mensch. Unsere Protokolle verbieten die Weitergabe dieser geheimen Sicherheitsinformationen. Einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Pass auf, und jetzt kann sie wieder ganz normal reden. Pass auf. Nein, was wollen Sie? Ah? Ja, nee, nicht. Okay, die ist ganz gechillt. Alles klar, gut. So, der letzte sitzt draußen auf einer Bank. Kommen wir hier raus oder müssen wir... Ne, müssen wir außen rum. Mal aufpassen. Da fliegt nämlich diese Wachdrohne rum. Oh, ich... Ich schon wieder. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei Ihrer Pause stören. Was ist denn? Das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich. Hallo? Na, wie geht's? Wie geht es Ihnen heute? Ziemlich schlecht.
Aber wenigstens bin ich hier frei. Nicht diese Kreatur. Das ist schön. Kreatur? Nun, die nennen es eine Kreatur. Aber ich nenne es einen Gott. Gelos, die göttliche Personifizierung des Lachens. Wenn ich zu aufgeregt werde, stecke ich andere mit meinem manischen Lachen an. Wie eine Krankheit. Ein hysterisches Virus. Also setzt man sie unter Beruhigungsmittel? Sowas Ähnliches, ja. Hier kann ich ein humorfreies Leben ohne Witze oder andere lustige Dinge führen. Ich muss das Leben ernst nehmen, sagen sie. Okay. Ernsthaft also. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche einen Wissenschaftler, der verschollen ist. Seit einer Weile hat ihn niemand mehr gesehen. Bei mir wohnt ein Wissenschaftler. Wir sind sogar Nachbarn. Ist ständig unterwegs und entspricht ziemlich Ihrer Beschreibung. Kein Witz. Und wo kann ich ihn finden? Die Wohnung ist drüben bei den Vega-Wohnanlagen. Lächerlich einfach zu finden. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind den Quatsch bald los. Was sollen die denn noch machen? Mir den Humor entfernen? Die Animation, das war so gruselig. Okay, also Vega-Wohnanlagen. Sia. Vega-Wohnanlagen, Entfernung 1,8 Klicks, alles klar. Brauchen wir ein Fahrzeug. Da hinten wäre ein Heli. So ein Heli wäre ja ganz nett. Aber die sollen nicht unbedingt wissen, dass wir da waren. Daher treten wir den Fußmarsch an und schnappen uns unterwegs ein Fahrzeug. Hier zum Beispiel. Das Fahrzeug hinten dran. Da sitzt wenigstens jemand an der Minigun. Zack. Zack. Da ist unser Taxi. Und da vorne ist ein Checkpoint. Ich steige auf der Beifahrerseite ein, damit ich den Fahrer rausschubsen kann, ohne auf die Pistole zu wechseln. Gebiet gesichert. Alles einsteigen, bitte. Pixelt, Vasili und Fury an die Minigun. Wunderbar. Auf geht's zu den Vega-Wohnanlagen. Ich wüsste zu gern, was dieser Wissenschaftler, den wir suchen, da verbrochen hat. Was dem vorgeworfen wird. Aus dem Haftbefehl kriminelle Aktivitäten hervor. Hoppala. Geht wohl scheinbar, wenn ich den. Hoppala, eieiei, hallo. Erschreck mich doch nicht so. Warum hast du keinen Schalldämpfer auf deinem Gewehr? Was soll der Blödsinn denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den beiden einen Schalldämpfer auf die Knarre gepackt habe, aber gut. So, alles aufsteigen. Vielleicht muss ich mal. So, und nochmal drauf. Alles tutti? Okay. So, in diesem Gebäude, oben drin. Gut, ich verzichte jetzt mal auf die Aufklärung. Famous last words. Das Ding. Irgendwie muss ich sagen, ganz ehrlich, ich habe mich so dran gewöhnt, dass die Einsatzziele oben links nicht stehen. Denn wenn ich privat spiele, habe ich halt alles aus, komplett. Und das stört mich richtig, wenn die da aufploppen und ich sie nicht deaktivieren kann.
So, die Wachen sind weg. Langsamer, Feind in Reichweite. Ja. Ich mache mir vor allem Sorgen um potenzielle Scharfschützen auf Dächern. Die kommen zurück. Ach komm, weißt du was? Wir haben doch Kniften. Oh, die kommen gar nicht zurück. Okay. Ah, da geht's nicht rein. Oh, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Nun! Ich muss irgendwie da hoch. Wo ist der Eingang? Hä? Warum jetzt da hinten hin? Was? Da war doch... Scheiße! Warum hat der Schuss nicht getroffen? Warum jetzt... What? Da war... Bin ich so verpeilt? Ich meine, ich weiß, dass das hier nicht die Vega-Wohnanlagen sind. Aber... der Punkt, der war doch da drin, oder nicht? Da, schon wieder! Moment. Okay. Ah, finden Sie Nicks Büro. Sie wissen, im Hauptsitz vom Scale Security. Ach, das ist ein Suchbereich. Ich soll hier nach... Vielleicht sollte ich die Texte, die da eingeblendet werden, die ich nicht ausblenden kann, vielleicht auch mal lesen. Ich soll hier Zivilisten befragen. Ach so. Treppen rechts. Guten Tag, haben Sie Infos? Wissen Sie etwas? Ja, das ist die Frage. Wen kann ich befragen? Wobei die Einsatzzielansicht ist an. Das heißt, ich müsste ein I über deren Köpfen sehen. Hallo? Du nicht? Du auch nicht? Dann gehe ich jetzt einfach mal hier hoch. Versteck mich hier. Und starte doch mal einen Aufklärungsflug. Einfach um rauszufinden, wen ich da befragen kann. Haltet die Augen nach innen. Da. Im Nachbargebäude, in dem Kleinen. Alles klar. Bin schon wieder weg. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Sind Sie? Ja, ja, ich will euch auch nichts tun. Oh Gott, gehen Sie. Ja, ja, bin schon unterwegs, danke. Für die Gastfreundschaft. So, das haben wir was da drüben. Die Patrouille haben wir bereits ausgeschaltet. Da gibt es also keine Gefahr. Ja, ich würde auch über den... Ja. So. Feinde! Genau, dass hier draußen ist. Ich habe ein bisschen meine Deckung fallen lassen. Soll ich doch noch mal. Gut, alles sauber. So, was haben wir denn hier? Ein Foto mit toten Bäumen. Cool. Ja, ein Ort mit toten Bäumen. Nick ist an einem Ort mit toten Bäumen. Gut. Und jetzt zur Wohnanlage Vega. Nachdem wir einen unnötigen Zirkel um die Treppe gelaufen sind. Gutes Ding, Ghostlead. Dankeschön. So, nachdem wir hier jetzt keine weiteren Infos finden werden, können wir uns unseren Buggy nochmal schnappen und zu den Vega-Wohnanlagen fahren. Diesmal aber wirklich. 2 Kilometer. Wie sieht's denn da kartenmäßig aus? Auf der Hauptstraße eigentlich einfach nach Süden, ne? Oder ich fahre mit dem Motorrad. Das sich lenkt wie ein LKW. Ich werde dich schon finden. Jo, wir sehen uns dort.
wo ist die Hauptstraße? Da vorne. Warum die Straße nehmen, wenn man auch durchs Gras fahren kann? Die Animation einfach. Guten Tag. Da sind wir doch. 0, nichts sind wir dort. Vorausgesetzt, ich bleibe nicht irgendwo an einem Pfeiler hängen, an einer Lampe, an einem Auto oder sonst was. Oder kommt durch einen Checkpoint mit einer Malfas-Drohne oder so. Jupsa. So, dann müssten wir gleich dort sein. Checkpoint. So. Parken wir hier. Den haben wir eine Drohne. Was macht ihr so? Schwirrt da rum. Ist das ein Suchgebiet? Ist ein Suchgebiet. Was suchen wir? Ja. Die Wohnanlage. Erstmal. Wenn wir im Bereich sind, aktualisiert sich das Ganze. Richtig gut. One down. Wachen. So, kommen wir jetzt Infos, was wir suchen? Zivilisten in der Wohnanlage wissen vielleicht mehr. Alles klar. Es ist ja sehr schön, dass bei euch alles ruhig ist. Ich suche Zivilisten. Sieht hier irgendwie nicht sehr einladend, wobei nicht sehr zivilistisch aus. Wobei, wenn Sentinel... Eine sehr starke Sentinel-Präsenz hier. Hier sind ein paar Zivilisten. Die wissen aber nichts. Ich meine, die Gebäude hier, die sind leer. Aufpassen, dass die Drohne nicht entdeckt. Hier vielleicht? Nein? Sag mal, irgendjemand muss doch... Da, wunderbar, die Dame weiß was. Na, kommt ihr mal her. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Bei mir nur gruppieren. Das passiert, wenn ich vergesse, Voice Attack zu starten. Ich musste eben meinen kompletten Computer neu starten. Denn der erste Aufnahmeversuch ist etwas fehlgeschlagen. Und hat in nur Schwarzbild resultiert. Und ja, nach dem Neustart habe ich vergessen, Voice Attack zu starten und kann deshalb jetzt keine Voice-Befehle geben, was mich sehr traurig macht. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. Aber ich treffe eh nicht, wenn die da rumschwirrt. Nee. Das ist Risiko. Sind die gerade aneinander gestoßen? Ja, ne? So, die Dame ist da unten. Allerdings fliegen da halt auch ein Haufen Drohnen rum. Die hat nichts gemeldet, oder? Naja, sieht nicht aus, als hätte sie was gemeldet. So. Wie sieht's denn hier hinter aus? Jetzt tief runter, also ein Stückchen weiter nach vorne. Sentinel oder Zivilist? Zivilist, alles klar. Gut, dann gehen wir ein Stückchen weiter nach vorne, hier rüber. Dann da runter. Wo läuft die Dame denn hin? Sag mal, ich bin doch gerade... Warum weiß die, dass ich hier? Warum weiß die, dass ich hier bin? Was, 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 was? Irgendeine Drohne hat irgendwas bemerkt. Oh shit. Hilfe! Ich
bin dezent überfordert. Oh, da ist noch eine. Noch ein Infomensch. Dann frage ich eben. Hey. Ich benötige Informationen. An diese Informationen erinnere ich mich. Danke. Passen Sie auf sich auf. Cool. Dankeschön. Das war ja easy. So. Nicht die ordentlichsten hier. So. Nix Wohnung. Ist im Gebäude westlich des Platzes der Wohnanlage Vega. Sehe ich das jetzt hier oder? Ja, die ist direkt nebendran. Da oben, wo wir hergekommen sind. Hey, was wollen Sie? Also, primär wieder da hoch. Was machen Sie hier? Ich mache gar nichts. Ich renne hier rum, versuche nicht entdeckt zu werden. Danke der Nachfrage. Hat die andere Drohne vielleicht die zerstörte Drohne entdeckt? Ja, die Frage. Da können wir nicht hoch. Da aber vielleicht, wenn wir auf diesen Stein kommen, könnten wir hier hoch. Ja. Sehr gut. Vielleicht finden wir hier was. Ja, das ist der Plan. Die Hoffnung. Sauber. Hier ist aber sonst nichts. Toll. Ist hier komplett eingesperrt. Ich hoffe, hier gibt es keine Scharfschützen. Bitte. Was soll das? Uiuiui, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Wären das Gegner gewesen, wäre jetzt die Kacke am Dampfen. Nur wenn ich lange keinen Feindkontakt habe, dann lasse ich allzu gerne meine Deckung fallen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das schon wieder so ein Einhorn. Ich hab nichts Falsches getan. Ja, keine Sorge, ich bin nicht wegen Ihnen hier, glaube ich. Ich glaube, ich bin im falschen Gebäude. Oh mein Gott. Verdammt. Ich glaube, ich bin wegen gar niemandem hier. Hier. Komm ich da rüber? Da? Nee, auch nicht. So. Fliegende Ratte ausgeschaltet. Ich wüsste mal gern, warum die jetzt so außer Rand und Band sind. Das ist ja eine kleine. Ach, das ist nur das Obergeschoss dieser Wohnung. Okay, das ist eigentlich eine ziemlich coole Wohnung. Jetzt muss ich aber wieder hochgehen, nachdem ich denen das Essen geklaut habe. Ich würde gern selbst entscheiden, ob ich denen das Essen von den Tellern klaue oder nicht. Guten Tag, nur auf der Durchreise. Keine Sorge, bin schon weg. So. Da hat irgendjemand Glas fallen lassen. Da muss ich rein. Alles klar. Okay, gut. Ich glaube, ich hab's gefunden. So, bin ich mal gespannt. Ob sich die Reise gelohnt hat. Ach stimmt, die suchen doch auch nach dem, ne? Um den Haftbefehl zu vollstrecken. Das ist Outlook. Warum nutzen die Outlook und kein Thunderbird? Dann schauen wir mal. Camping-Tagebuch. Je mehr Zeit ich in der Natur verbringe, desto mehr Freude habe ich. Meine Freunde hatten recht. Campen ist wirklich gut für die Seele. Das nächste Mal, wenn ich hier draußen bin, muss ich Becky und Sean mit zum Flocklick nehmen. Ich liebe diese Gegend wirklich, vor allem den östlichen Teil. Aber eigentlich ist alles wirklich toll. Ich bin so froh, dass ich den Ausflug gemacht habe. Kann ich mir das ein bisschen genauer anschauen? Nicht so wirklich, ne? Die Lieblingsstellen des Wissenschaftlers zum Campen sind östlich von Flock Lake. So, der Flock Lake ist wo? Was ist denn das hier für ein? Der hat keinen Namen. Lake Frozen. Ach, ich kann doch hier gucken. Okay, das ist wieder ein Stückchen weg. Ich könnte natürlich hier zu dem. Ich könnte aber auch schauen, wo sind wir hier? Wir sind da. Gibt es da zufällig irgendwo ein Heli? In der Klinik, wo wir schon waren. Wir gehen jetzt einfach
raus, gehen zurück zur Klinik, säubern dort alles und dann schnappen wir uns den Heli. Wäre so mein Vorschlag. Ich will da ungern hinlaufen. Hinbeamen will ich mich auch nicht unbedingt. So, welche Richtung war das? Genau die. Also hinbeamen will ich mich auch nicht unbedingt, denn dann muss ich ja trotzdem noch ein gutes Stück laufen. So. Einer da drin. Genial. So. Alles sauber. Motorrad müsste noch da hinten stehen, brauche ich aber eigentlich nicht für die kurze Strecke. Ne? Kann ich da drüber? Wunderbar. Wunderherrlichbar. So, da haben wir einen Checkpoint. Bin ich auf dem richtigen Weg? Fast. Darüber muss ich. Motorrad, doch, ja komm, wenn es schon gerade da so bereit steht. Mach los, ja. So, ist der Heli noch da? Ja, da ist er. Wunderbar. Steigen wir direkt wieder aus. Ist da auch ein Eingang? Ihr durchcampt die Gegend nicht. Ihr wart, ihr campt am Helipad. Okay. Hier ist doch niemand. Ich habe irgendwo noch eine halbe Zigarette. Schlechte Position hier. Ich habe immer Angst, dass es gleich macht und die Sirenen an der Drohne angeht. An der Sky Cherubim. Du hast nichts zu sehen? Genau. So. Sentinel sind eh die kompetentesten, wenn es um ja, generell um darum geht, etwas zu merken. Und die schnappe ich mir. Das ist meine. Wo kommt sie? Da hinten. Oh, er steht einfach direkt daneben und kriegt gar nichts mit. Wer was Verdächtiges sieht, meldet. Achso, ich habe die doch nicht ohne Grund abgeschossen hier. So. Gut. Dann haben wir ein Heli. Alles einsteigen. Ihr kommt nicht rein, stimmt's? Einmal aufsetzen, bitte. Du auch. Sorry, aber ich muss ihr jetzt diesen Rucksack wegnehmen. Es geht einfach nicht. Ich mache der Einfachheit halber jetzt erstmal keinen Rucksack. Aber der schwebt dauernd in der Luft rum. So ja, irritierend. So, wir müssen. Ich bin blind, ich sehe es nicht. Dahin. Ab geht's. Bin schon lange kein Heli mehr geflogen. Also so richtig. Also nicht in real life, ne? Im Spiel schon. Das letzte Mal, dass ich Heli geflogen bin, ist, als ich die Aufnahme für die 10 dümmsten Arten zu sterben gemacht habe. Und da bin ich nur übers Wasser geflogen und bin halt abgesprungen, 100 Meter drüber. Der Wald toter Bäume. Sowas macht eigentlich mehr Spaß, wenn man den geführten Modus aus hat. Denn dann kann man wenigstens, ja, hat man ein bisschen was so Schnitzeljagdmäßig, ne? Was zum Suchen. Guten Tag, der Herr. Wow. Der Bug immer noch nicht gefixt. Guten Tag, der Herr. Ja. So, hallo. Sie sind der Wissenschaftler, nach dem gesucht wird.
Wissenschaftler? Ich? Nein, nein, ich bin nur ein einfacher Hausmeister. Mit zu vielen Löchern spielt sich schlecht Golf. Ist schon okay. Ich tue Ihnen nichts. Mir etwas tun? Warum sollten Sie auch? Ich kann Ihnen dabei helfen, den besten Tee auf der Insel zu finden. Glauben Sie mir, ich bin nicht von Sentinel. Lassen Sie das Theater. Wirklich? Gaia sei Dank. Warum verstecken Sie sich? Ich habe an einer neuen Überwachungstechnologie gearbeitet, dank der niemand etwas hätte anstellen können, ohne erwischt zu werden. Aber jetzt wollen die Soldaten damit die Selbstversorger und Outcasts kontrollieren. Wenn die Leute, die dafür sorgen sollen, dass alle brav sind, die Bösen sind, läuft etwas schief. Okay, okay. Ich hatte also keine Wahl. Ich tat das Undenkbare, das Furchtbarste, was man sich nur vorstellen kann. Sie haben Ihren Chef getötet und sind weggerannt. Getötet? Nein, viel schlimmer. Ich habe die Arbeit gelöscht und bin weggerannt. Das ist schlimmer? Es werden ständig Leute geboren. Aber meine Arbeit, so etwas wird die Welt vielleicht nie wiedersehen. Wie kann ich helfen? Naja, ich muss tot sein. Ich werde Sie bestimmt nicht töten. Nein, nein, nicht echt tot. Falsch tot. Wenn Sie die Server im Black Tiger Outpost hacken und meine Daten ändern können, ohne dass es jemand merkt, wird es so aussehen, als wäre ich auf der Flucht gestorben. Das sollte machbar sein. Ja, ich werde tot sein. Hey, nein, nein. Der ist ja sehr euphorisch, dass er bald tot ist. Black Tiger, wo ist der denn? What? Wie? Wo? Da hinten? New Archer? Das ist nicht nah. Keine Bewegung hier drüben. Verstanden, hier bewegt sich auch nichts. Die Wolves, die nehme ich aber noch mit. Ah, da hinten sind die. Sind das nur zwei oder sind es drei? Kein Kontakt. Ah, sind drei natürlich. Oh Mann. Phänomenal. Ich glaube, das Augen auf. Wir haben Gesellschaft. Sollen wir hinfliegen oder uns hinbeamen? Es ist halt echt weit weg. Es ist aber auch nicht... Oh mein Gott, das ist ja ein Wolf aus dem Posten. Verdammt! Ich flieg hin. Ich flieg hin. Habe ich gerade beschlossen. Hallo Schwein. Hallo Häschen. Was soll das? Ich habe ihn Essen gejagt. Ja, genau, so war das. So, dann infiltrieren wir mal den Wolf-Außenposten. Warum nicht? Warum nicht? Die Folge geht ja erst knapp 40 Minuten. Da kann man ja auch mal einen Wolf-Außenposten infiltrieren, was dann nochmal lange dauert. Aber deshalb habe ich am Anfang irgendwann mal gesagt, dass die... Nee, gar nicht. Habe ich nicht am Anfang gesagt. Das habe ich in meinem Wildlands vs. Breakpoint Video gesagt. In dem Vergleichsvideo. Die Nebenmissionen bei Breakpoint, die sind teilweise umfangreicher. Oder auch von der Zeit her länger. Da dauern von der Zeit her länger zum Lösen. Als die Hauptmissionen. Teilweise. Ich meine, ihr merkt das selbst, ne? Wir haben jetzt hier, seitdem wir die Nebenmissionen machen, eigentlich kaum noch eine Folge unter 30 Minuten. Klar, gibt natürlich Ausnahmen, aber... So, was ist das denn hier für ein Außenposten? Oh, den kenne ich. Den kenne ich. Was soll ich da genau machen? Hacken. Den Außenposten kenne ich nur zu gut. Mit... Aussichtstürmen, in denen Raketenschützen hausen. Die Raketenschützen kommen aus Raketenschützenhausen. So, können wir von hier aus... können wir vielleicht ein paar wegsnacken. Dann legen wir uns mal hier auf die Lauer. So, wir haben hier einen. Das Problem ist, die zu treffen, ohne dass die explodieren. Denn wenn sie explodieren, dann war... Ah, da hinten ist gar keiner drin. Gab es da vorne nicht zwei Türme? Doch, da. Aber da ist ein
Ne, ist auch einer. Ich weiß es nicht, wie weit das genau ist. Kann ich irgendwo hin zur Referenz mal schießen? Sehr weit. Hier nicht ganz so weit, aber... Ich könnte meine KI-Kameraden das Ganze machen lassen. Ich könnte aber auch diese Mutantschussdrohnen mal auspacken. Denn bei denen bin ich mir sicher, dass sie nicht aus Versehen... Ist nicht nah genug. Verdammt. Komm. Absprung. Lalalala. So. Fast perfekt. Nur bei der Landung gestolpert. So. Drohne 1 in Position. Das ist tatsächlich ein normaler Scharfschütze. Da hinten ist doch einer drin. Der wurde nur von da oben aus nicht gerendert. Oh nein, das wollte ich nicht. Volltreffer, Baby. Ups. Ich habe aus Versehen geklickt. Ich wollte gar nicht klicken. Oh shit. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir hier ein paar Minen hin und treten den Rückzug an. Komm, die lasse ich drin. Minen. Huch. Nein, ich wollte nur eine... Ah, man darf gar nicht entdeckt werden. Nein, verdammt, stimmt. Gar nicht dran gedacht. Okay, das heißt, wir müssen das Ganze hier nochmal versuchen. Oh, muss ich jetzt ehrlich ganz runter scrollen nochmal. Wo waren wir denn? Auf Stein geschrieben nicht. Na, wo ist die denn? Sie ist doch ganz oben. Sind jetzt anders geordnet? Na toll. Wo ist sie denn? Oh Gott, ist das nervig. Ach, ganz unten ist sie jetzt. Okay. Gut, dann erneut versuchen. Dankeschön. Ich hoffe, wir müssen nicht alles nochmal machen. Das wäre echt, echt mies. Nein, Gott sei Dank. So, dann nochmal und diesmal wie Ghosts. Waffe auf Einzelfeuer. Drohne 1, check. Komm, die kann eigentlich schon. Den entdeckt sowieso keiner. Hoffe ich. Ich habe jetzt hier natürlich auch kein Drohnenabwehrspray. Was echt schlecht ist. Ich könnte ja mal mit der Drohne scouten, wo genau das Ding ist. Ganz da oben. Datenbank sabotieren. Ich dachte, die sollen die hacken. Tja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ist ein Suchgebiet, ne? Ja. Das heißt, wir müssen erst ins Suchgebiet rein, damit... Da ist keiner drin. Sieht nicht so aus, als wäre hier. Ah, da. So. Der ist auch Geschichte. Flupp. So. Pff, die dürfen natürlich auch keine Leichen entdecken, ne? Und ich darf keine Explosion verursachen, sonst hätte ich gerade mal den Generator deaktiviert. Per Ballistik. So. Okay, ich aktiviere mal die Sonarsicht. Wir haben 4 Gegner links, 4 Gegner rechts und einen in der Mitte.
Und dann noch einen ganzen Haufen hinten, ganz hinten. Sind wir nah genug dran? Nee. Roger, Zielernährung. Ja, genau. Du machst den weg. Da ist auch noch einer. Geh in Stellung. So, dann clearen wir die Basis ebenso. Wolf erfasst. Okay. Die wären erledigt. Solide Arbeit. Ich hab geschossen, weil ich nicht mehr wusste, ob ich nicht doch eine... Dings genutzt habe. Eine Simultanschussdrohne. Da unten, da kann ich einen nutzen. Da unten läuft ja sonst keiner rum, ne? Nein, da läuft keiner rum. Sind alle da drin. Problem ist diese Drohne da hinten. Die kriege ich halt nicht so weg. Zumindest nicht, wenn noch andere leben. Ich kann aber nicht alle anderen töten, solange die Drohne da rumfährt. Denn wenn die entdeckt, ist vorbei. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Grenze? Ja, gerade da unten an der Straße vorbei, ne? Komm, dann machen wir. Flup, das war der. Der liegt jetzt natürlich genau vorm Eingang. Ich muss in den Radius rein, damit ich weiter aufklären kann. So, halten Sie das Terminal. Das Terminal ist wo? Da drin. Das ist aber... Eieiei. Kämen wir ja am besten tatsächlich... Steht da einer? Nee. Kämen wir ja am besten tatsächlich über diesen Weg hier ran. Ist halt gefährlich, ne? Aber andererseits können wir es uns auch nicht erlauben, ein großes Risiko einzugehen. Ich weiß nicht, ob es genügt, wenn die eine Leiche entdecken, dass die Mission dann vorbei ist. Hm, nehmen wir die? Oder ne, die? Können wir nämlich auch welche lautlos ausschalten. Komplett lautlos. Ah ja, da oben ist auch noch ein Raketenschütze beim Mörser. Kein Kontakt hier. Verstanden, Vito. Okay. Da ist einer drin. Der da draußen war, ist nicht mehr draußen. Hm. Viele sind da drin, nur der eine. Ah doch, da patrouilliert auch zusätzlich noch einer rum. Oh Gott. Das wird hart. Hart, aber herzlich. Hier ist alles sauber. Verstanden, hier auch. Shit. Da oben der Commander. Kann ich ihn vielleicht... Weil wenn ich kann den nicht... Oh Gott, da drin kann ich eigentlich ausschalten, ne? Der liegt ja relativ safe da drin, da ist ja sonst auch keiner drin. Hoffe ich. Ich hoffe, der da hinten vorne geht jetzt nicht dahin. Nee, macht er nicht. Gut. Dann werfen wir mal einen Köder darüber. Alles ruhig hier. Gehen wir mal schauen, wer da schauen geht. Okay, genau der, den ich da schau... Oh, fuck, hier kommt noch jemand anderes runter und wir sehen die Leiche. Oh, das war ein schlechter Plan. Und da oben steht der Commander und ich kann nichts machen, weil der da oben blöd rumsteht. Nichts Verdächtiges gesehen. Ja, genau, nichts Verdächtiges gesehen. Oh, Schild. Alter, war das knapp. Fuck. Ja, der Commander, der Commander, der Commander. Oh Gott. Ich habe genau gesehen, wie er in unsere Richtung geguckt hat. Der sieht die Leiche. Der sieht die Leiche. Nein, 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 nein. Scheiße.
treiben sich feindliche Einheiten rum. Nein, bitte nicht. Bitte lass das nicht Grund genug sein, die Mission zu scheitern lassen. Ist kein Grund. Okay. Okay, die gehen suchen. Oh fuck. Die kommen jetzt natürlich alle da hoch, weil da oben die Leiche gefunden wurde. Suboptimal. Verflucht! Sauberer Schuss, Ghost. Gut, dann schalten wir hier halt alles aus, was geht, ne? Ihn da. Ah, nice. Und ich hab wieder Sicht. Da hinten läuft einer. Das war knapp. Und der ist auch weg. Okay. Ein paar Probleme weniger. Das Drohnenproblem bleibt natürlich. Heieiei. So, der macht mir keinen Ärger mehr. Schauen wir nochmal. Er steht wieder auf seinem Posten. Er da hinten auch. Weißt du was? Ich mach die jetzt einfach alle platt. Und hoffe, das ist kein Fehler. Wow. So. Ich hoffe, da ist keiner drin. Okay, das ist das Terminal, was ich checken soll. Der Laptop? Alles klar. Okay, gut. Heieiei. So, und jetzt, ohne entdeckt zu werden, verschwinden, ne? Einfach rausrennen, ohne links und rechts zu gucken. So, wie weit muss ich dann raus? Ja, gut, bin gleich. Ich bin gleich. Ah, ich wollte nur einmal. Gleich aus dem Radius raus, wunderbar. Hey, dann müssen wir wieder zurück zu ihm. Jetzt haben wir natürlich kein Heli mehr, weil wir die Mission neu gestartet haben. Ist ein bisschen schade. Alles unter Kontrolle. Bin jetzt auch nicht wirklich gewillt, 3 Kilometer zu laufen. Wie sieht's denn hier aus? Das ist ziemlich weit unten, das ist ziemlich weit oben. Ah, ist aber näher dran als 3-4 Kilometer. Nehmen wir die und dann sind wir ja fast da, hoffe ich. Oh, eine Horde Wildschweine. Oh, 600 Meter, nicht mal. 5,5. Da trollt eine Drohne rum. Und da haben wir doch was dagegen von Ratio Farm. So, wir... So, und? Feuer! Die warten nur auf uns. Nein, nein. Die rennen panisch in die Berge. Auf der Suche nach Deckung. Einer hat's nicht geschafft. Ich weiß genau, dass du da bist, kleiner Wolf. Komm raus, komm raus. Komm raus und puste mein Haus hinfort. Er will nicht. Ich höre noch Sentinel. Ah, da kommt er hin. Immer mitten rein. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Sentinel, das sind die einfach die hellsten Köpfe der Welt. Deshalb sind es halt keine Wolves, wobei die Wolves jetzt auch nicht unbedingt... Sentinel sind zwar nicht die hellsten Köpfe der Welt, dafür sehen sie besser als ich. Hat sich irgendwie angehört, als wären die ein bisschen weiter weg. Naja, kann man ja nie so genau drauf gehen. War das nur einer? Eindringling. Ich muss nicht. Sehr gut
War nicht nur einer. Alles klar. Oh, komm, dann nehmen wir hier Autofeuer und klauen ein E-Bike. Boah. Warum? In jedem Spiel, in dem Motorradfahren nicht irgendwie das primäre Spielziel ist, haben Motorräder einen größeren Wendekreis als ein LKW. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Guten Tag, der Herr. Sie sind tot. Okay, ich habe für Ihren Tod gesorgt. Ich bin tot? Tot? Ja, endlich tot. Fahren Sie für eine Weile nicht auf, okay? Keine Sorge, die bräuchten meine alte Technologie, um mich zu finden. Aber die habe ich ja gelöscht. Weiß ich schon. Ich werde etwas Neues machen. Etwas so Gutes, dass schlechte Menschen es nie für etwas Böses einsetzen können. Klingt super. Ach, und noch was. Was? Wechseln Sie die Psychologin, ja? Jo, die hat einen leichten Knacks. Die Psychologin. Ja, damit ist der Nebeneinsatz Gesunde neue Welt abgeschlossen. Im Irak habe ich mal den Kopf gesehen. Muss nicht laut sein, um weh zu tun. Ich hatte eine Halluzination von einer Sentinel-Patrouille. Ja, gut, dann, wie immer, verprügel mich mit dem Abo-Button, der Glocke und dem Däumchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Amazon-Drohne, da. Ich treffe die Scheißding. Hab sie getroffen.